Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Happy Wheels, heute mit dem Level von... Bandschleifmaschine, LP. Hallo Maul, das ist ein Level, Ekist, Shares, Share, aber machbar. Okay. Wird bestimmt gut, ja. Okay, ich fahr Fahrrad. Okay, ich fahr immer noch. Ja. Ja, okay. Okay. Papa? Alter! Das war gut getimt auf jeden Fall von mir. Aber warum konnte ich Timmy nicht bewegen? Warte mal, man kann auch Timmy bewegen, oder nicht? C? Hallo? Shift? Shift war... SDRG. Ach, erst wenn er sich befreit hat. Hä? Okay. Das ist ein bisschen dumm. Egal. Ich hab die Regel nicht gemacht. Ja, sehr gut. Oh, echt sehr gut. Das ist schön. Das ist schön, richtig. Oh Gott. Oh nein. Boah, wie viel... Okay. Ich wollte erst Glück sagen, aber... Ich glaube, da hatte ich dann doch nicht so viel Glück. Ach man, jetzt hätte ich ruhig noch weiterfahren können. Wenigstens mit Timmy. Aber nein, natürlich nicht. Gut. Ist das jetzt gerade in meinen Arsch rein oder hat es Timmy getroffen? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Hätte ja sein können, dass man da durch muss. Muss man aber anscheinend nicht. Deswegen warten wir da dann ein bisschen. Ups. Fahr Timmy, komm, töte dich. Na, armlos ist auch schon fast tot, denn man kann keine Spiele mehr spielen. Ja doch, es gibt ja welche, die mit ihren Füßen spielen lernen. Okay, so viel dazu. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Jetzt kannst du es wohl ganz vergessen, bei der ESL mitzumachen. Oh nein. Warum hält der denn seine... Ah nee, der hält nicht seine... Oh, bin ich behindert. Der hält nicht seine Hand fest, sondern... Das hing einfach noch an dem Griff. Okay. Timmy. Oh Gott. Oh nee. Das war knapp. Langsam. Oh. Das hat sie. Oh Mann. Ja, komm. Zwei Versuche kriegt die Map noch von mir. Man muss echt sagen, es ist wirklich gar nichts Besonderes. Weil gerade Strecke. Zwei Ventilatoren. Oh, ein Versuch noch. Und eine Abrissbirne. Okay, we're like a freaking ball. Das ist aber schön, dass das genau jetzt gesungen wurde. Gerade als ich da so schön hänge. Komm. Ja. Ich fahre gar nicht mehr. Ich meinte natürlich gerade hing. So. Naja. Okay, Leute. Ist alles, ja. Alles okay, ja. Das sieht ja alles nicht so rosig aus von der Bewertung her, ne? Muss ich sagen. Ich jetzt hier so draufklicke, okay, ein Vote. Da kann man nochmal sagen, ja. Da gab es ein paar Hurenböcke, aber. Vielleicht ist das Level auch einfach scheiße. Ich weiß es nicht. Viel Spaß bei dem Epic Adventure von Bang Boom 10. Oh. Ich darf mal wieder Chars auswählen. Okay, wir nehmen die. Epic Adventure für GLP. Ich konnte es nicht lesen, tut mir leid. Schade. Was steht da? Wirst du diesen Epic Jump schaffen? Ja. Natürlich. Ich bin nämlich auch epic. Ah, okay. Das Problem bei dem Char ist echt, dass der sich nicht so gut hin und her bewegen lässt. Also ich glaube, die Frau ist einfach zu fett. Die wiegt zu viel. Ich mache mal den. I came in like a Hubschrauber. Ja, jetzt ist alles wunderbar. Oh geil, komm bitte lande. Lande da, wo ich gerade eben etwas Rotes... entdecken konnte. Ja, kann ich noch schauen. Geht alles noch. Aber ich glaube, ich bin
Außerhalb, ja. Ach man. Oh, aber ich schaff's mit dem. Ich vor allem, ich habe das Lied noch nie gehört. Noch nie. Ich kenne nur diese Zeile und wie man das halt, die Melodie von dieser Zeile. Okay. Tun wir einfach mal so, als hätte ich es jetzt gerade geschafft. Ich habe es ja eigentlich auch geschafft. Ich war ja im Ziel. Nur halt nicht lebendig. Ding, ding. Epic Stun-LP. Hey ho, yo, dies ist ein Casual Level, have fun, made by Epic Stun LP. Hallo GLP, diesmal, wo ist denn, okay. Ja, er hat sich auf jeden Fall dran probiert, das ein bisschen selber zu designen. Hat man ja gerade gesehen, diese Zacken da, diese... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich weiß es nicht. Aber es war viel zu kurz und... Weiß nicht. Deswegen hätte es eigentlich irgendwie nur einen Stern verdient. Aber der Ansatz, wie du die Mühe gegeben hast vom Design her, war schon mal ganz nett. Ich sollte echt mal ein eigenes Level machen, aber wisst ihr, ich glaube, da kann man auch gar nicht euren Erwartungen gerecht werden. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass... Okay, sehr gut, es kackt einfach ab. Dass wenn ich dann ein Level mache, sogar wenn ich mir richtig viel Mühe gebe und alles beachte, was mich so stört an manchen Leveln, dann, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall denke ich mal, dass ich euch damit nicht unbedingt zufriedenstellen könnte, egal was ich mache. Völlig egal, was ich mache. Hi GLP und andere, dies ist die Entstehung von Timmy. Leider ist dies nur Part 1, weil ich das Baulimit erreicht habe. Part 2 ist in Arbeit. Von Fearless Aluguns. Aluguns! Okay. Die Entstehung von Timmy. Mutter und Vater. Es war Weihnachten. Ja, so kommt jeder auf die Welt, ja. Die Frau tanzt auf den Tisch. Und es ist Weihnachten und dann kam Timmy. Mit Haaren und mit ungefähr einem Alter von 3 Jahren oder so auf die Welt. Er war seiner Mutter egal. Ja, das ist wieder typisch, ey. Das ist wieder typisch. Ja, lass uns Spaß haben, Papa. Yeah. Partyen, partyen, yeah. Stop it. Stop it. Ah. Sie wurde zur Trinkerin. Hä? War sie doch da schon? Ich meine, ich denke sogar, sie war schon da. Alkoholisiert. Eigentlich ja schon da, weil... Wer würde diesen Typen heiraten? Ich denke, dass sie schon ziemlich dicht war. Ja, ja. Sie war schon ziemlich dicht. Ja, da ist sogar noch eine Bierpulle. Hä? Noch ein bisschen Wodka vollgeschlürft und dann auf den Tisch am Rumdancen, ne? Ja, ja, die war schon die ganze Zeit dicht. Nach einem Monat Streit ging sie ohne ihr Kind. Du meinst gingen, oder nicht? Das sieht nämlich so aus, als wenn... beide gehen würden. Nee, okay, anscheinend nicht. Das ist sehr merkwürdig dargestellt. Nun war er mit seinem Vater alleine. Jedoch war er ein guter Vater. Okay, okay. 5 Jahre später wurde seine Mutter aufgrund einer Alkoholvergiftung tot aufgefunden. Timmy wurde erwachsen und konnte für sich selbst sorgen. Und ist ein bisschen fett geworden. Nachdem sein Vater verstarb, ey, wie cool. Nachdem sein Vater verstarb, hatte er niemanden mehr. 2 Monate später traf er eine alte Bekannte aus seiner... Okay, das hast du ein bisschen behindert gemacht. Seiner Schule? Schule. Ja. Oder aus seiner Schuhe. Aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Oder Schublade vielleicht. Aus seiner Schublade, ja! Das steht da. Die beiden verliebten sich und gründeten eine Familie. Leider ist sie das Limit erreicht. Ach, aus seiner Schulzeit. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen dumm, dass du den Bike nicht ein bisschen länger gemacht hast, denn ich konnte es jetzt gar nicht lesen. Das ging gar nicht. Das ging einfach gar nicht. Aber ich konnte ja gut interpretieren. Er hat sie in seiner Schublade kennengelernt und dann... Ja. Ne?
Aber kannst gerne einen zweiten Teil machen. Das ist mal was völlig anderes und recht interessant. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, hier war ich schon. Ja, ich erinnere mich an den Titel. Obwohl Beta 1793 kommt mir gerade nicht bekannt vor, von Fedor 22. Alles ist gut, solange du gegrillt bist, ist. Okay. Ich fahr einfach mal hier durch. Oh Gott, oh Gott. Okay. Okay. Ja, ja. Checkpoint 1 erreicht. Du darfst dich nun am Anfang nicht bewegen, um hierher zu kommen. Nein, nein, Timmy, tu's nicht! Boah, was... Oh Gott. Ah, ich dachte schon, warum hängt der da so komisch? Oh. Oh nein. Jetzt habe ich alles LAN-Arme. Oh fuck, auch nie. Okay, dann gehe ich immer weg. Obwohl, warte mal, hä? Ich war noch gar nicht fertig, bin ich behindert? Sekunde, ich habe mich bewegt. Los, flieg, Vater! Genau. Und Timmy muss... Ja, genau. Und Timmy verliere ich dann. Oh. Das ist aber ein sehr merkwürdiger Checkpoint, denn... Hä? Ich, man schafft es doch sowieso immer bis zu diesem Punkt, oder nicht? Ja, genau. Alter, wie perfekt bin ich denn jetzt bitte dagegen geklatscht? Pass auf, Timmy, wir schaffen das schon. Keine Angst. Ah, so geht's. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein! Nein, Timmy! Oh ja. Ja, genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Ja, ja. Oh Gott. Nee, 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 nee. Hä? Oh, man wird immer wieder... Ja, okay, okay. Man wird eigentlich nicht immer wieder... Okay, gut, gut. Dann probiere ich es einfach nochmal. Ja. Yeah. Sir? Ja. Ja, ich schaff das. Ja, ich konzentriere mich. Yeah! I believe I can die. I believe I can have two files in my Kopf. Ihr müsst wissen, das heißt nicht Arrow, sondern das heißt Files. Das ist einfach falsch, euch falsch beigebracht worden. Wenn ihr jetzt irgendwie in Amerika oder so aufgewachsen seid und ihr das von euren Eltern gelernt habt, ist das auch falsch. Da könnt ihr mir ruhig vertrauen. Also wenn euch demnächst einer fragt, wie ist denn, was bedeutet denn Pfeil auf Englisch? Dann sagt er einfach Pfeils. Ja, ja, Münzen, oh ja, geil. Trollololololol, Gummimode. Ach ey, ihr immer mit eurem Gummimode. Hier ist ein Fußball. Mach ein paar Tricks. Ja, ich mach ein 160, 30, ja, ja. Willst du, dass das Level jetzt endet? Ja, eigentlich schon. Ist mir doch egal. Ah. Osterei. Oh nein, das sah aus wie ein Knopf. Oh. Oh. Ja. War ganz nett. Da war Gestrols Level. Ja, ja, Gestrols Level. Gut. Ich würde sagen, das war's. Bewerte den Part. War das ein Rhyme? Boah, bin ich gut, ey. Ich bin richtig gut. Ich bin richtige Gangstrippe. Besucht glp.tv/hw für diese Playlist hier der aktuellen Happy Wheels Season, wie auch immer man das nennt, oder HW2 um die erste. Ich weiß, ist ein bisschen doof die Reihenfolge, aber ich denke mal, dass die neuere Playlist ein bisschen öfter angeklickt wird und deswegen habe ich der dann lieber dem Namen HW gegeben anstatt HW2. Und da gibt es halt ein 200-Part Let's Play von Happy Wheels, wo ihr auch sehen könnt, wie ich das Spiel entdeckt hatte damals und wie ich das so zum ersten Mal spiele und mich noch frage, wie denn
ja, der ein oder andere Button geht. Die ein oder andere Funktion. Gemacht wird tut. Bis dann. Tschüss. Ja, ich kann das richtig toll.